Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Eisenbahnromantik, liebe Zuschauer. Heute gehen wir in den Harz. Dort gibt es das längste zusammenhängende Schmalspurnetz in Deutschland. 1000 mm, Meterspur also. Drei Bahnlinien gibt es dort, die Brockenbahn, die Harzquerbahn und die Selketalbahn, wobei die letztgenannte eigentlich die unbekannteste ist. Für meine Begriffe völlig unverdient, denn es ist eine wunderschöne Bahnlinie. Deswegen jetzt unser Porträt über die Selketalbahn, die 1998 übrigens 111 Jahre alt geworden ist. Romantisch, idyllisch, wildwüchsig. So kann das Selketal beschrieben werden. Oder einfach Natur pur. Hier ist die Heimat der ältesten Schmalspurbahn des Harzes, der Selketalbahn. Einmal am Tag wird die gesamte Strecke hin und zurück dampfbespannt befahren. Ausgangspunkt der Selketalbahn ist das Städtchen Gernrode. Nächstgrößter Ort ist Quedlinburg. Am Fuße des Unterharzes beginnt die gut 52 Kilometer lange Strecke. Über Alexisbad und Straßberg klettert die Bahn rund 300 Höhenmeter hinauf nach Stiege und Hasselfelde. Abzweigungen gibt es nach Harzgerode und nach Eisfelder Talmühle. Bahnhof Gernrode am Morgen. Letzte Vorbereitungen für die Fahrt. Überall dampft und zischt es. Und das noch heute täglich nach Plan. Betreibergesellschaft ist die Harzer Schmalspurbahnen GmbH, die HSB. Dass es ab und zu noch etwas häufiger dampft, ist dem Freundeskreis der Selketalbahn zu verdanken. Er organisiert Sonderfahrten und kümmert sich auch um die Instandsetzung des Fuhrparks. Und hier sehen Sie jetzt eine Güterwagenabteilung. Diese Wagen, die werden der Harzer Schmalspurbahn zur Verfügung gestellt. Wenn man sich vorstellt, dass dieser Verein diesen aufbereitet hat schon, er sah in einem desolaten Zustand aus. Bretter, alles wurde rausgerissen, neue Farbe, neue Bretter reingezogen. Und so kann man sich darüber freuen, dass dieser Wagen mal irgendwann wieder fahren wird. Und die nächste Abteilung sehen Sie jetzt hier. Eine Dampflokomotive mit der Baureihe Nummer 7247. Sie ist nicht mehr in Betrieb, sie wird auch nicht wieder in Betrieb gesetzt. Sie wird äußerlich aufbereitet und von dem Freundeskreis der Selketalbahn und wird der Nachwelt erhalten bleiben. So bewegen die Freunde der Selketalbahn eine ganze Menge. Es bleibt aber noch viel zu tun. Funktionsfähig ist hingegen noch diese 1E1-Lokomotive aus dem Jahre 1918. Bekohlt wird per Hand. Das kann noch dauern. Wir machen so lange einen Abstecher in die Innenstadt von Gernrode, wo ein überaus bedeutendes Bauwerk auf uns wartet. Die Stiftskirche St. Cyriacus. Der ottonische Sakralbau ist über ein Jahrtausend hinweg fast unverändert geblieben. Damit ist er der älteste erhaltene Kirchenbau Norddeutschlands. Bauherr war damals Markgraf Gero, der Gründer von Gernrode. Im Innern die hohe, ausgemalte Ostapsis. Reste der Fresken in der Kuppel stammen aus dem 13. Jahrhundert. Über allem thront Christus mit dem Buch des Lebens in der Hand. Kunsthistorisch bedeutend das Heilige Grab, erbaut zwischen Ende des 11. und Anfang des 12. Jahrhunderts. Wie alle Reliefs des Grabes bezieht sich das Rahmenfries auf das österliche Geschehen. Hier das Lamm Gottes mit Kreuz, Nimbus und Kreuzstab. An der Westwand des heiligen Grabes eine Frauengestalt aus Stuck. Es handelt sich dabei wahrscheinlich um die stillklagende Maria. In ihrer Gestalt ungewöhnlich sind auch die Langhausemporen. Sie sind wahrscheinlich unter byzantinischem Einfluss entstanden. Zurück am Bahnhof in Gernrode geht es auch schon los.
Für die rund 11 Kilometer zwischen Germrode und Alexisbad benötigt der Dampfzug knapp eine Stunde. 120 Höhenmeter werden dabei überwunden. Wenige hundert Meter nach Germrode beginnt der landschaftlich wohl reizvollste Abschnitt der Selketalbahn. Aufgrund der engen Kurvenradien und des unwegsamen Geländes entschloss man sich im ausgehenden 19. Jahrhundert zum Bau der meterspurigen Schmalspurbahn. Entlang der Strecke das insgesamt 70 Kilometer lange Flüsschen Selke. Gemütlich rattert das Züglein mit einer maximalen Geschwindigkeit von 40 Kilometern pro Stunde, was aber nur selten vorkommt, durch den dicht bewaldeten Harz. Für Naturfreaks ein Geheimtipp. Etliche Felsdurchbrüche waren beim Bau der Strecke nötig. Bereits Bismarck hatte 1865 den Bau einer Kanonenbahn von Berlin nach Metz über den Harz aufgrund der topografischen Verhältnisse und der damit verbundenen hohen Baukosten verworfen. Das hier ist 99-6102, vielen besser bekannt als Fifi. Als kleinste Lok hier im Selketal ist Fifi der Publikumsliebling. Regelbetrieb ist ihm nicht mehr zumutbar, aber bei Sonderfahrten dampft Fifi noch mächtig. 30 Kilometer in der Stunde bringt er auf die Schiene. Bergauf kann es natürlich auch etwas langsamer gehen. Kein Wunder, denn die Steigung der Selketalbahn beträgt bis zu 40 Promille. Beachtlich für eine Eisenbahnstrecke ohne Zahnradbetrieb. Fast wie auf dem Führerstand. Eine 2,5-stündige Fahrt von Germrode nach Hasselfelde im sogenannten Cabrio-Wagen. Für Eisenbahnfans ein besonderer Leckerbissen. Kostenpunkt 55 Mark. Mit dem Selketalbahn-Ticket kostet die Reise 20 Mark. Von hier aus kann man dem Lokführer und Heizer über die Schulter gucken. Hautnah und live dabei kann man alles ganz genau beobachten und der schweißtreibenden Arbeit zusehen. Das Schienencabrio ist ein umgebauter offener Güterwagen mit 20 Sitz und 25 Stehplätzen. Unsere Reise geht weiter zum Haltepunkt Drahtzug. Den Zweiten Weltkrieg hatte die Selketalbahn schadlos überstanden. Die völlig intakte Bahnlinie wurde aber seit April 1946 auf Befehl der sowjetischen Besatzungsmacht als Reparationsleistung von Stiege her in Richtung Germrode abgebaut. Bereits im Oktober 1946 wurde jedoch mit dem Wiederaufbau begonnen, da die Selketalbahn als Transportmittel unersetzlich war. Mehrere Jahre waren dafür notwendig, da die Gleise von überall her zusammengetragen wurden. Der erste Zug nach dem Wiederaufbau. Zwei Zeitzeugen erinnern sich. 49. März war hier der Zusammenschluss. Wurde von oben runter gebaut und von unten hoch, um einen Durchgang zu kriegen, damit wir den Flusskreuz von oben gleich bis nach Rode fahren konnten. Und da war hier der Zusammenschluss, wo die beiden Gleise zusammenkamen und die Strecke wieder durchgängig war. Warum wurde denn diese Strecke nach so kurzer Zeit wieder neu aufgebaut? Ja, damit der Russe den Flusskreuz von oben nach Germrode befördern konnte. Also da wurde der in Eisenbahnwaggons verladen und da wurden gleich immer Schiffsladungen gemacht und so weiter, die dann hier zum Abtransport waren. Da wurden immer ein ganzer Zug voll gefahren und dann wurde der abgeholt von Germrode. Ja. Also der Flussbad war das die Hauptsache, dass überhaupt die Bahn wieder zum Leben gekommen ist. Ja. Also wenn das nicht gewesen wäre, ja. Er hat weiter nichts Interesse gehabt, der Russe, als ein Flussbad. Ja. Für Nichtchemiker, Flussbad ist ein Fluorid, das für die Metallverarbeitung und Gewinnung benötigt wird. Vom Haltepunkt Drahtzug aus geht es Selke aufwärts weiter mit dem planmäßigen Dampfzug.
Einfahrt in Alexisbad. 1810, von Herzog Alexius von Anhalt-Bernburg gegründet, wurde Alexisbad rasch zu einem beliebten Kur- und Erholungsort. Von Bedeutung ist das Kurörtchen aber auch für die Selketalbahn. Hier gibt es die erste Abzweigung. Die Hauptstrecke verläuft weiter in Richtung Hasselfelde. Bis zur Wende und noch ein paar Jahre danach gab es hier in Alexisbad die legendäre Doppelausfahrt. Und das planmäßig. Entstanden sind diese Aufnahmen 1992. Nutzen wir die Gelegenheit für einen kurzen Ausflug nach Harzgerode. Es lohnt sich kaum, Platz zu nehmen. Die Fahrt dauert nur 10 Minuten. Nach Harzgerode muss die Mallet-Lokomotive kräftig schnaufen. Die Bezeichnung Mallet geht auf ihren Erfinder, den Schweizer Anatole Mallet, zurück. Für extreme Bergstrecken mit geringem Kurvenradius, wie hier im Selketal, erfand er diesen Loktyp. Charakteristisch sind die zwei Triebwerke. Harzgerode. Das Städtchen ist eng mit der Geschichte der Selketalbahn verbunden. 1886 wurde die Gernrode-Harzgeroder Eisenbahngesellschaft, kurz GHE, gegründet. Somit gehört Harzgerode zu den Gründerstädten der Selketalbahn. Denn Harzgerode war schon seit Jahrhunderten Mittelpunkt des Unterharzer Bergbaus. Deswegen war die Eisenbahn für den Abtransport von großer Bedeutung. Wir machen nun einen Abstecher zur oberhalb des Selketals gelegenen Burg Falkenstein. Anfang des 12. Jahrhunderts erbaut, hat diese Burg ihr mittelalterliches Erscheinungsbild bewahren können. Burchard von Konradsburg lässt hier zunächst ein Chorherrenstift errichten. Um 1130 verwandelt er dieses in ein Benediktinerkloster mit eigener Grablege für seine Familie. Im Laufe der Jahrhunderte wurden Gebäude und Befestigungsanlagen mehrmals umgebaut. Bereits die Gründungsanlage der Burg besaß den heutigen Umfang. Im obersten Geschoss des 1491 entstandenen Wirtschaftsgebäudes, der neue Saal, der jetzige Rittersaal. Burg Falkenstein nimmt aber auch in der deutschen Rechtsgeschichte einen bedeutenden Platz ein, denn Eike von Repgow, rechts im Bild, schrieb hier an seinem berühmten Sachsenspiegel, mit dem zum ersten Mal eine nichtkirchliche Rechtsprechung in Mitteleuropa niedergelegt wurde. Im Kemenadengeschoss, eines der beiden Fräuleinzimmer. Die Ausstattung wurde aus vier verschiedenen Stilperioden zusammengetragen. Der Herrensaal. Dieser mit Lärchenholz getäfelte Salon ist der letzte noch im Biedermeier-Stil erhaltene Raum der Burg Falkenstein. Augenfällig die klassizistischen Möbel. Hier beenden wir unseren Rundgang und werfen noch einen Blick in das dicht bewaldete Selketal. Zurück in Alexisbad geht es weiter, Selke aufwärts, aber im Dieseltriebwagen. Zur Erinnerung, auf der ganzen Strecke verkehren täglich ein Dampfzug und zwei Triebwagen. Wer also den Dampfzug verlässt, muss mit dem Triebwagen weiterfahren. Unbeschrankte Bahnübergänge gehören im Selketal noch zur Normalität. Also Autofahrer aufgepasst, denn die Lokführer geben nur ein kurzes Hubsignal, bevor sie die Straße queren. 50er Jahre Ambiente. Eigentlich war der Triebwagen, Baujahr 1955, ein paar Jahre auf der Inselbahn Langeoog beheimatet. Dort unter der Bezeichnung VT4.
Seit April 1995 ist er als 187.011 auf der Selketalbahn unterwegs. Bevor er hier allerdings zum Einsatz kam, mussten noch einige Veränderungen vorgenommen werden. Im Reichsbahn-Ausbesserungswerk Halberstadt wurde der Wagen innen und außen renoviert und den speziellen Gegebenheiten der Selketalbahn angepasst. Die Türen auf der linken Seite sind nicht original. Sie wurden extra für den Betrieb hier im Selketal eingebaut. Zwei Dieselmaschinen der Marke Talbot mit jeweils 154 kW beschleunigen den Zug auf 40 km in der Stunde. Angeschafft wurden die Triebwagen, um den öffentlichen Personennahverkehr zu fördern. Ob der Triebwagenverkehr jedoch der Konkurrenz des Autos dauerhaft gewachsen ist, bleibt abzuwarten. Romantischer und nostalgischer ist eben doch ein Dampfzug, hier kurz vor Strassberg. Dieser Streckenabschnitt wurde nach der Demontage 1946 im Jahre 1950 wieder eröffnet. Übrigens, die Mallet-Lokomotiven sind heute etwas ganz Besonderes. Nur selten sind sie noch im Einsatz. Von Alexisbad aus erreichen wir nach knapp einer halben Stunde Fahrzeit den Haltepunkt Strassberg-Glasebach. Hier hält der Zug nur auf Verlangen. Ein Halt lohnt sich aber auf jeden Fall. Denn gerade in der ländlichen Idylle kann man sich so richtig entspannen. Es bietet sich die einmalige Gelegenheit, bei Wanderungen auf Bergbaulehrpfaden etwas über die Harzer Bergbautradition zu erfahren. Deshalb ist Glasebach ein beliebtes Ziel für Touristen und natürlich für Kinder. Nach einem kurzen Fußmarsch gelangt man zur eigentlichen Attraktion des Ortes, dem Bergwerksmuseum Grube Glasebach. 1995 wurde die Grube der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Grubenbahn ist zwar offiziell noch nicht in Betrieb, wir nutzen aber die Gelegenheit für eine Fahrt in den insgesamt 360 Meter langen Glasebachstollen. 110 Meter sind befahrbar. Der hintere Bereich dient Fledermäusen als Winterquartier. Leider durften wir dort nicht drehen. Bereits vor 1690 wurde der Stollen als Förderschacht angelegt. Das Besondere dieser Grube besteht in ihrer Kombination aus Erzbergbau des 17. und 18. Jahrhunderts sowie des Fluoritbergbaus des 19. und 20. Jahrhunderts, das in der Hauptgrube des Besucherbergwerks zu besichtigen ist. Flussspat. Das Fluorit schimmert in den unterschiedlichsten Farben und war der Grund für den Wiederaufbau der Selketalbahn nach dem Zweiten Weltkrieg, wie wir bereits gehört haben. Flussspat wird zu Schmuck oder zu optischen Linsen verarbeitet und findet als Flussmittel sowie als fluoreszierender Stoff Verwendung. Alte Werkzeuge veranschaulichen die harte Arbeit unter Tage. Nahezu unverändert ist die Grube, Zeuge einer fast 300-jährigen Bergwerkstradition. Wir befinden uns hier auf der ersten und ältesten Sohle des Besucherbergwerkes Glasebach. Sie wurde 1705 angelegt. Auf dieser ersten Sohle finden wir noch Ausbauhölzer, die eben dieses Alter von fast 300 Jahren haben. Natürlich ist an diesen Hölzern schon einiger Vergang, aber wie einmal eine Probe mit unserem Messer zeigt, kommt man nur wenige Millimeter in das Holz hinein. Es ist Eichenholz, welches durch die besonderen klimatischen Verhältnisse sich so gut gehalten hat. Dieses Messer, mit dem diese Probe durchgeführt wird, nennt man Tscherper und sie diente bereits vor 300 Jahren dem Bergmann zum Prüfen des Ausbauholzes. Wenn er feststellte, dass dieses Holz nicht genügend fest war, durfte er es nicht einbauen. Außer montags ist die Grube Glasebach täglich ab 10 Uhr geöffnet.
Ein nicht alltäglicher Ausflug in die Vergangenheit. Wir verlassen nun das 363 Meter hochgelegene Strassberg in Richtung Stiege mit dem Cabrio-Zug, gezogen von Fifi. Im Cabrio an der frischen Luft kann man sich so richtig den Rauch um die Nase wehen lassen. Vorbei am Bergsee bei Günthers Berge rattert das Zügle weiter. Hier kann man schwimmen, angeln, Boot fahren oder sich einfach erholen. Bei Eisenbahnliebhabern ist diese Stelle besonders beliebt. Bietet sie doch ein einzigartiges Foto- und Filmmotiv. Wir erinnern uns. Die Selketalbahn wurde nach dem Zweiten Weltkrieg abgebaut. Bis 1950 wurde ein Großteil wieder aufgebaut, außer dem Abschnitt Strassberg-Stiege. Diese Strecke wurde erst 1983 wieder eröffnet, nachdem sich das DDR-Ministerium für Verkehr 1972 für den Erhalt der Selketalbahn entschieden hatte. Stiege, der höchste Punkt der Selketalbahn. Unser Zugpferd Fifi braucht hier eine kleine Verschnaufpause. Übrigens, die 1914 gebaute Lok ist erst seit kurzem wieder einsatzfähig. Seit einem Jahr läuft sie wieder voll funktionstüchtig. Nach 10-jähriger Standzeit wurde sie im August zur 100 Jahre Selketalbahn wieder in Betrieb genommen. Und wir, der Verein der Freunde der Selketalbahn, hat diese Lokomotive der Harzer Schmalspurbahn wieder zur Verfügung gestellt und für die Nachwelt natürlich erhalten. Rückwärts Richtung Eisfelder Talmühle, dem Verbindungsbahnhof mit der Harzquerbahn. Es scheint, dass die Selketalbahn von der HSB gegenüber der Harzquer- und Brockenbahn links liegen gelassen wird. Eigentlich unverständlich. Hauptsächlich für diesen Streckenabschnitt wurden die Mallet-Loks angeschafft. Heute stehen noch drei davon unter Dampf. So kahl sah es hier in der ersten Hälfte des Jahrhunderts aus. Dieses Foto entstand vor 1924. Denn erst in diesem Jahr wurden die Wagen mit einer Saugluftbremse ausgerüstet. Die Männer auf dem Wagen bedienen noch die Heberleinseilzugbremse. Mitte der 30er Jahre wurde das Selketal auch für Touristen attraktiver. Die nationalsozialistische Organisation Kraft durch Freude hatte die Schmalspurbahn entdeckt. Mit der Demontage 1946 wurden die Lokomotiven per Tieflader als Reparationsleistung weggeschafft. Deutsche Reichsbahn, USSR-Zone. Dieses Foto entstand Anfang der 50er Jahre nach dem Wiederaufbau. Bahnhof Eisfelder Talmühle. Betriebshalt. Die Lokomotive wird gewendet. Hier trifft die Selketalbahn auf die Harzquerbahn. Und mit ein bisschen Glück bietet sich für Eisenbahnfreaks ein besonderes Vergnügen. Eine Parallelausfahrt der Harzquer- und Selketalbahn. Nur kurz ist das Schauspiel und die beiden Strecken trennen sich wieder. Nun ein wahrlich historischer Streckenabschnitt. 1928, vor 70 Jahren, raste hier ein Schienenraketenwagen, die sogenannte Eisfeld-Valier-Rakete 1, mit einer für damalige Verhältnisse unglaublichen Geschwindigkeit von ca. 180 km/h über die Schiene. Nach drei Versuchen entgleiste die Rakete und ging kaputt. Heute geht es gefahrlos mit 20 Stundenkilometern gemütlich weiter. Die Fans sind sich nicht einig, ob der Abschnitt Gernrode-Alexisbad oder dieser zwischen Eisfelder Talmühle und Stiege zu den schönsten der Selketalbahn gehört. Durch das Tal verlaufen einzig die Schienen. Straßen gibt es nicht. Dafür herrliche Wanderwege. Hier können die Lokomotiven ihre ganze Kraft entfalten.
Kurz vor Stiege treffen wir wieder auf die Gleise der Hauptstrecke Gernrode-Hasselfelde. Beide münden in den Bahnhof. Außerdem kommt noch ein drittes Gleis dazu. Um sich das Kopfmachen zu ersparen, das heißt die Lok über ein Parallelgleis an das andere Ende des Zuges zu fahren, entschloss man sich 1984 zum Bau einer Wendeschleife. Das Besondere an der Wendeschleife ist, dass das die kleinste in Europa ist. Sie hat einen Durchmesser von 60 Metern Radius. Und sie wurde gebaut, um den Güterverkehr zu erleichtern. Das heißt, wir haben Rollwagenverkehr durchgeführt für das Heizwerk Silberhütte. Und dort wurden sehr schwere Kuppelbäume benötigt. Und um den Rangieren, das Herumtragen der Kuppelbäume nicht laufend zukommen zu lassen, hat man diese Wendeschleife gemacht. Dann waren die Züge leichter zu rangieren. Die Wendeschleife ist im Zuge der Wende, bezogen auf die Wende 1989, so gut wie, sagen wir mal, zum Erlöschen gekommen. Der Güterverkehr ist abgebrochen und sie ist heute wirklich nur noch als, sag ich mal, als Schaustück zu verstehen. Die Wendeschleife ist ziemlich zugewachsen. Deshalb ist sie für unsere Kamera nur in Teilen zu erspähen. Eine gemütliche Reise in einzigartiger Natur geht zu Ende. Es ist schade, dass die Selketalbahn im Schatten von Harzquer- und Brockenbahn steht. Unverdientermaßen, wie wir von Eisenbahnromantik meinen. Man kann nur hoffen, dass trotz der finanziellen Probleme diese Schmalspurbahn erhalten bleibt. Renovierte Bahnhöfe wie hier sind leider noch selten. Wenn die Selketalbahn aber mehr Touristen anlocken möchte, muss noch einiges getan werden. Dies betrifft sowohl die Gastronomie an den Bahnhöfen, die quasi nicht existiert, wie auch das rollende Material, in das noch einiges investiert werden muss. Auch bedarf es einer Renovierung des Fahrplanes, besonders der dampfbespannten Züge. Um Touristen anzulocken, muss man eben mehr Dampfzüge am Tag fahren lassen. Vor der Wende waren es täglich noch 3. Vielleicht könnte man so die Selketalbahn aus ihrem Aschenputteldasein erlösen.